Jo, hallo Leute, ich bin's wieder, euer DST Steve bei Pokémon Bloody Platty Together. Und dabei ist wieder euer Letzte Retro World. Ja, es gibt eine kleine Änderung im Projekt, und zwar der Kinemod LP scheint wohl etwas stärker in seinem Leben gerade eingespannt zu sein. Und deswegen ist der Letzte Retro World der neue Together-Partner bis auf weiteres. Ich bin eigentlich der Meinung, dass du das ruhig sagen kannst. Der Kinemod, der meldet sich einfach nicht mehr und wir haben keine Ahnung, was mit dem passiert ist. Ja, das ist total cool. Ja, also. Also, er wird bestimmt irgendwie eingespannt sein, aber er hat sich einfach nicht bei uns gemeldet und für. Seit vier Wochen. Ja, genau, irgendwie in den letzten vier Wochen und ja, langsam wird es halt irgendwie ein bisschen komisch und da haben wir uns ja einfach nach einer Ersatzlösung umgesehen und ich denke, dass das so klar geht. Ist zwar ein bisschen komisch, aber ja, gut. Solche Dinge passieren eben, darauf hat man jetzt nicht so wirklich Einfluss. Das passiert halt, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeiten will, ich meine. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen, ne? Ja, aber so ist das. Gut, ich habe im Übrigen offscreen ein bisschen trainiert. Die Pokémon sind jetzt auf Level 30, also Sichlor und Dragonier. Ich habe übrigens ein neues Sichlor gefangen. Und zwar hat das jetzt. Ist das jetzt naiv? Das gibt. Oh Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Plus Initiative minus Spezialverteidigung. Ich kann ja einfach mal Pokéwiki aufmachen. Genau. Bei Nachschau. Und jetzt hat er die Fähigkeit Hexablager. Ja. Das war, glaube ich, die gute Fähigkeit, oder? Genau, das war die gute. Und unser Dragonier. Ist einfach Level 30. Und das sind bei seinen Attacken. Dollarwendel, Wind, Hose, Drachenwut, Slam, hat sich nichts weiter verändert. Jona Vulvagia mit Doppelkick, Protz, Energiefokus und Feuerfeger. Zickzacks hat man wieder ein Item. Sehr schön. Gut, Superball. Das ist gut, das ist sehr gut. Das meinte ich damit, das ist wirklich sehr, sehr cool. Wir erkunden jetzt mal ein bisschen Ewigenau. Ewigenau, alles klar. Und hier kommt ich der. Ich muss dazu direkt sagen, was ist das? Ja, den darfst du sprechen, weil das bist du quasi. Ach ja, genau, der Konkurrent, der meinen Namen trägt. Hey, Steve! Du bist doch gekommen, um dir die Pokémon-Statue anzusehen, stimmt's? Ich bring dich hin. Okay. Das ist der Konkurrent des Spiels. Alles ja. Klar. Aber was? Hier haben wir die Pokémon-Statue der Stadt Ewigenau. Fest miteinander verwoben geben die Zeit und Raum unserer Welt ihre Form. In Sinnoh verehrt man das Pokémon des Raums und das der Zeit. Die Mythen Sinnohs. Wir müssen sie auf Wahrheiten überprüfen. Ja. Entschuldigt, geht zur Seite. Ich finde das lustig, ein Bösewicht, der noch entschuldigt sagt. Oh, hey! Bei diesem Zusammenstoß kam mir eine brillante Idee. Die ist genial! Ich weiß, wie man ganz leicht zu einem klasse Trainer wird. Na, wie klingt das? Also, pass auf. Hör mir zu. Alle deine Angriffe müssen sitzen. Gegner dürfen dich nicht treffen. Wenn du das schaffst, wirst du nie verlieren. Du bist unverwundbar. Der unverwundbare Trainer. Das ist die beste Idee, die ich jemals hatte. Ey, wieso guckst du denn nicht mal die Pokémon-Statue an? Tschüss! Du hattest auch mal bessere Ideen gehabt, David. Bitte was? Du hattest auch mal bessere Ideen gehabt. Ja, der Charakter bin ja nicht ich, das ist ja nur eins meiner vielen Alter Egos und ja, was er da sagt, das klingt ja schon sehr einleuchtend. Ich meine, klar, ein Team, das niemals besiegt wird, ist schon so das Beste, aber dafür müsste man irgendwie einen God-Mode oder sowas einschalten. Ja. Und ja, keine Ahnung. Aber der ist wahrscheinlich auch so ein bisschen auf Droge, der Rotschopf da, also von daher. Schauen wir uns mal ein bisschen. Rotschopf, ich hab ja keine roten Haare, verdammt. Schauen wir uns mal ein bisschen Route 211 an, hier mal ein Girafarik. Wie findest du Girafarik so als Pokémon? Tja, ist. Also der Typ normal ist cool da drinnen. Genau, ich finde irgendwie diese Typenkombination sehr interessant. Normal Psycho? Gibt's glaube ich keine andere
Hätte Girafarg eine Weiterentwicklung? Naja, das stimmt, das ist immer sehr schade. Dadurch, dass es keine Weiterentwicklung hat, wird es halt später nicht so stark sein wie am Anfang. Ja. Oh, okay, es will nicht sterben. Selbst die Strahl sieht richtig cool aus in der Edition. Ach, es sieht einiges. Ich habe es euch ja letztes Mal gezeigt, aber. Ich glaube, wir bringen das gerade nochmal flügelstark einsetzen sollen. Schlitzer hat ja keine 100% Trefferwahrscheinlichkeit. Und hier gibt es nämlich einen Superball. Wusstest du das? Oder ja. War das ja. Ich wusste, dass da irgendwie ein Item war. Oh ich Gott, wo ihn genaus? Oh. Ungenau finde ich lustig. Na, bloß weg, die sind ja. Oh nein, ich kann nicht weg. Sind die so gut oder was? Nee, die hat da eine Fähigkeit namens Wegsperre. Ja, genau. Ich hasse es. Hast du keine Käferattacke? Oh, okay, so viel zu dem Thema. Es ist gerade eine Käferattacke. Zornklinge wird durch jede Anwendung immer stärker. Ah ja, so war das. Ich dachte immer, wenn du getroffen wirst oder so. Okay. Ich meine, das Problem bei dem Wohin genau ist scheinbar, dass es sich produzieren kann, aber überhaupt nicht angreifen. Ja. Das macht ja nicht mal Tickle oder sowas. Na, es kann halt Konter- und Abgangsbund. Ja, danke. Okay. Jetzt kannst du mir nicht. Nee, halt kannst du nicht. Oder? Doch, jetzt kann ich, weil es eine Fähigkeit ist. Okay. Und hier ist ein Trainer. Ein unsichtbarer, oder? Genau. Ah ja, da im Sand versteckt und kein Ninja-Junge. Und der Lauer war so ein Zubat. Wetten, er hat nicht einen Zubat? Tja. Doch. Das liegt am Programmierer. Oh. Der hat doch ein Zubat. So eine 50? Nee, der wäre 84 noch. Ich meine, eventuell könnte es ja auch sein, dass der Typ, der das Spiel gemacht hat, vielleicht einen Trainer oder zwei übersehen hat. Na, er hat nicht die Texte geändert, sondern nur die Pokémon. Ja, das weiß ich. Oh. Naja, das war normaler Trick. Der Zubat? Ich meine, das ist ein Zubat. Zubat ist eines der schlechtesten Pokémon in dem ganzen Spiel, also. Die Entwicklungen sind zwar nett, aber das Zubat an und für sich, das ist so schlecht. Das ist noch eins der Pokémon, die am wenigsten Erfahrungspunkte bringen. Ja. Das ist eigentlich so das wirklich Nervige an denen und auch an Radfahrt. Die bringen einfach später im Spiel zu wenig Erfahrungspunkte. Während so ein Smogon, das bringt irgendwie immer so 100, 200, 300 Erfahrungspunkte mehr, je nachdem auf welchem Level das ist. Naja, Zubat nervt halt, weil man das oft in irgendwelchen Höhlen sieht. Ja, es nervt nicht, weil man es in Höhlen sieht, sondern einfach, weil so unendlich viele Trainer dieses Vieh hatten. Ich meine, das ist ja auch das Problem bei den älteren Pokémon, dadurch, dass es die jetzt schon in 4 Generationen vorher gab, haben die sich ja schon so ein bisschen verbraucht. Ja, oh nein, Ninjask. Oh, leicht wie mit Doppelteam. Das war Ninja. Das Ninjask nervt auch so extrem. Ja, das ist ja auch schon von Grund auf extrem schnell. Hat auch wieder Temposchub. Das heißt, wird jede Runde immer schneller. Damit es auch wirklich der schnellste ist. Und das kann ja meistens so ein Mist wie Doppelteam und so. Ja. Naja, Doppelteam ist halt schon sehr eklig. Da bräuchte es jetzt sowas wie Sternenschauer. Hat Dragonier früher, glaube ich, mal gelernt, oder? Ich glaube ja. Na, wie wir schon zweimal nicht getroffen haben. Mittlerweile haben wir schon zweimal Kreideschei abbekommen, das heißt wahrscheinlich kann er Dragonier One-Hitten oder so. Ja, glaube ich auch. Oder zumindest Two-Hitten. Oh, jetzt ist es langsam wirklich ein One-Hit. Es ist minus 6 Verteidigung, also das Maximum, was geht. Ja, stirbt, ja. Oh. Wie du da nicht so stöhnst, ja. Deine Gegner hat ja nicht einmal Schaden gemacht, von daher geht's eigentlich noch. Ja, und das ist einfach so, das sind auch so Nerv-Pokémon. Oh, nö. Und das hat wahrscheinlich immer die Fähigkeit, Ausgangssperre? Ja, ich denke, ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Oh, das nervt doch. Dann, ich mache jetzt mal Drachenwut. Hast du nicht irgendwie sowas wie einen Schutz oder so einstecken? Oh Gott, wie viele Lebenspunkte hatten das? Tja, so wie ich das sehe, über 120.
Schon ganz schön krass, oder? Ja. Ich wusste gar nicht, dass er viele Trefferpunkte hat. Ja, Abgangsbund. Aber wir töten kannst du den eigentlich wechseln oder so? Was? Kannst du den da eigentlich noch wechseln, oder? Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade wechseln könnte. Okay, Spiegelcape. Geil. Ist das auch so ähnlich wie Konter oder was? Oder was macht das genau? Ich bin mir nicht ganz sicher. Kannst du bitte mal nachgucken? Okay, oh nein, jetzt kommt auch noch die an. Du darfst dich sprechen. Wer ist das jetzt? Ich klär mich zumindest mal kurz auf. Cynthia, die erstmal in dieser Form ziemlich scheiße aussieht. Aber wenn man sie später sieht, denkt man sich, was zum Teufel? Ja, genau, die Top 4, also der Champion des Spiels. Oder so. Ja. Oh, dieses Utensil da. Ist das ein Pokédex? Da kommen alte Erinnerungen hoch. Entschuldige bitte, wie heißt du denn? Schön, hallo Steve. Den Namen werde ich mir merken. Mein Name ist Cynthia. Ich bin auch ein Trainer, genau wie du. Und ich studiere die Mythologie der Pokémon. Aus reiner Neugier. Hier in Ewigenau steht die Statue als Pokémon des Altertums. Hast du sie dir schon angesehen? Die Legende besagt, dass es ein extrem mächtiges Pokémon gewesen sei. Wer weiß, vielleicht begegnest du ja auf deinen Reisen einem ähnlichen Pokémon. Scheiße, das war einfach so obvious. Nimm das hier mit, es wird dir sicher nützlich sein. Form einzuhalten. Die Form Zerschneider kann auf der Reise verwendet werden. So kommst du zu Gebieten, die du vorher nicht erreichen konntest. Zum Beispiel diesem Gebäude hinter uns. Das ist wichtig, um deinen Pokémon ausfüllen zu können, weißt du? Viel Glück auf deiner Reise, Trainer. Oh, ich habe noch was vergessen. Richte Professor Albo meine Grüße aus. Ich finde das am wichtigsten lustig, wie sie genau vor diesem Zerschneider-Ding erscheint. Ja. Weil er doch was zu schneiden muss. Oh Mann. Natürlich, aber brauchen wir den nächsten Orden, um den Zerschneider einsetzen zu können. Würde ich mal sagen, machen wir uns direkt auf den Weg zur Arena. Das klingt nach einem guten Plan. Also, wenn wir spielen, ja, 13 Minuten. 12, wenn man noch berücksichtigt, dass du wahrscheinlich den einen oder anderen Huster rausschneiden wirst. Ja. Hallo, ich bin Silvana, die Arena-Leiterin dieser Stadt. Der Letzte, der mich hier herausgeforderte, war sein ungestümer junger Kerl. Du kennst ihn, der hieß David. Er hat dich schon angekündigt. Seitdem er gesagt hast... Hä? Der Dialog ist doch super geil. Seitdem er gesagt hast. Ja, dann müsste hart stehen, wahrscheinlich. Okay. Dass du auf dem Weg hierher bist, finde ich ganz zappelig. In einer Arena triffst du erst am Ende gegen die Arenaleiterin mich an. Doch davor liegt eine Reihe von Duellen gegen die anderen Trainer in der Arena. Ich warte dann ganz hinten auf dich, Trainer. Enttäusch mich nicht. Der Dialog von dir klang aber wirklich sehr zweideutig. Ja. Aber egal, keine Zeit verschwenden, rein in die Arena und Es ist übrigens eine Pflanzenarena, wodurch... Ja, sollten wir bestens ausgerüstet sein mit einem Feuer und einem Drachen, ja, und einem Insekten-Pokémon. Immerhin sind wir die nervigen Doppelkämpfe los. Huppelup. Das ist auch ein ziemlich schwaches Vieh. Ist das schon die Beinte? Ist das schon die erste Entwicklung? Ich denke, ja. Ja. Na, aber Huppelup ist halt nur die dritte Entwicklungsstufe cool. Die zweite ist halt eher so meh. Ja, na gut. Auch 8 Level Unterschied und...
Ja, aber gute Erfahrung, Bisa Knosp. Ja klar, Hubelup, also die zweiten Entwicklungsstufen oder so, die bringen halt des Öfteren schon ordentlich Erfahrung. Ja, Bisa Knosp ist auch nett, aber... Es würde irgendwie noch Duflor und Ultrigarian noch passen. Lorblatt. Schlechtester Pflanzenstarter ever. Der aus der fünften ist eh nicht schlecht. Keine Ahnung, ich fand den also eigentlich damals immer ganz cool. Ja, er ist aber wirklich nachweislich halt wirklich der schlechteste Starter quasi, den es je gab. Boah, nice. Ich bringe richtig gute Erfahrung und KP plus 3, Rest plus 2 ist solide, würde ich meinen. Ja, denke ich auch. Was, Papunga? Das ist die dritte Entwicklungsstufe von dem ersten Vieh. Ah, okay. Das ist Flugpflanze, oder? Genau. Das sind alle drei von denen. Ja, okay, der ist natürlich direkt tot. Bei 7 Level noch irgendwie nichts Besonderes. Auf welchem Level waren deine Pokémon im letzten Part? Ich hab's schon wieder völlig vergessen. Ich glaube so, Dragonier war 26 gewesen. Stimmt, genau, Dragonier hatte sich ja noch entwickelt, wo wir uns nochmal gewundert haben. Ja. Die Blue Moon Serena, du kannst auf den Zeigern laufen. So gelangen zum nächsten Trainer. Oh Mann, das klingt echt nervig. Ich vermisse die alten Arenen, wo man einfach nur durchgerannt ist. Ja. Der Schnickschnack auskam. Weil wie übertrieben das gerade dort ist. Ja, wunderschön, danke. Jetzt dürfen wir also zur nächsten Trainerin. Vor allen Dingen, wir müssen ja einfach alle Trainer bashen, das ist es ja. Du kannst sie auch nicht umgehen oder so, du musst sie bashen. Ja, ist doch nett. Ja, aber dann hätte man sich das doch einfach so sparen können, diesen Aufbau hier. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da irgendeine Herausforderung dabei, den Zeiger zu drehen. Nein, es passiert alles automatisch. Du bashst so, und dann passiert das. Na gut, okay. Dann ist es wirklich egal. Aber naja, die wollten halt irgendwie so halbwegs opulentes Design haben. Ich meine, wenn man sich überlegt, wie sporadisch die Arenen in der ersten und zweiten Generation gehalten waren. Ja, das stimmt schon. Die sind jetzt teilweise wirklich schön gemacht. Das ist einer der Punkte, den man zum Beispiel in der fünften Generation loben muss. Die sind teilweise schon ziemlich cool. Ich kenne halt nur die aus der dritten und die fand die Stellenweise ehrlich gesagt ein bisschen nervig. Da waren irgendwie andere und so nervige Rätsel drin. Ja, das ist jetzt, wird immer stärker. In der vierten ist es noch schlimmer, in der fünften wird es richtig hart. Da brauchst du teilweise in dieser dämlichen Arena schon eine halbe Stunde bis zum Arenaleiter. Naja gut, wie gesagt, die wollten ihr Spiel halt so ein bisschen mehr machen, außer pur dem puren Grind. Ja. Und ich meine, so ein paar Rätsel sind ja in Ordnung. Ja, das stimmt. Ja, Spezialangriff brauchen wir halt nicht, plus 1. Aber Angriff plus 3 ist natürlich episch und Initiative plus 3. Ja. Reptan. Reptan, kennst du den nicht? Nee. Ah, okay. Ich kenne mich mit Pflanzenstartern nicht so aus. Ich kenne noch Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor. Ach, keine Ahnung, ich fand die Pflanzenstarter eigentlich immer relativ cool. Das einzige richtig coole Pflanzen-Pokémon für mich halt Sarzenia. Ja gut, das finde ich jetzt wiederum nicht so toll, aber... So, und jetzt? Ja. Jetzt dürfen wir natürlich nach ganz links. Und jetzt gehen hier rechts die Springbrunnen aus, damit wir schneller wieder durchkommen. Hm. Ja, komplizierter geht's nicht, oder? Ja, es ist echt komisch gemacht. Aber immerhin sieht's so schön farbenfroh aus. Ja, das stimmt. So, wir sind jetzt bei fast 20 Minuten. Ja, wir werden diesen Trainer hier noch bashen und uns vor die Arenaleiterin stellen und die erst im nächsten Part machen. Alles klar. Aber bis jetzt haben wir hier alles in dieser Arena gewonnen-hittet. Aber vielleicht kann uns ja wirklich die Arenaleiterin etwas entgegensetzen. Karpils, oh, das ist jetzt fast unfair. Wieso? Vierfache Schwäche gegen Flug. Ach so, weil es Pflanze-Käfer ist oder was? Es ist Pflanze-Kampf. Ach, Kampf? Hm, okay, Karpils ist... Oh, nee, oder wie in der dummen Fähigkeit Sporenwirt sind wir jetzt eingeschlafen.
Ja gut, aber das ist ja eigentlich egal. Entweder du hast ein Item dabei oder du wartest halt einfach ab. Ja, ich warte einfach ab. Was? Venu Fliebes? Was ist das? Ich weiß es nicht, aber es klingt irgendwie eklig. Eine Venusfliege. Ach, eine Venusfliegenfalle. Schau mal aber nach, was für eine Typkombination das ist. Moment. Nur Pflanze. Okay. Und es entwickelt sich nicht. Naja. Welche Generation? Vierte wahrscheinlich. Wenn du gerade die vierte spielst. So. Klingensturm, das ist cool. So, jetzt bin ich in der. Nee, Klingensturm ist nicht gut. Das macht irgendwie Angriff plus, oder? Das wäre die gute Attacke. Das ist, glaube ich, noch eine andere. Warte, guck. Ja, ist Müll. Eine Attacke, die auf zwei Runden basiert, hohe Volltrefferquote. Ja, die war einfach schlecht. Ja, ich verstehe auch gerade nicht so wirklich, was die macht, aber okay. Ja, ich weiß nur, dass sie schlecht war. Ich glaube, hier dran, der Schwerttanz ist gut. Okay, und Kapalorus noch mal so. Hatten wir das nicht sogar nicht ganz kurz mal überlegt gehabt, in unser Smaragd-LP nicht zu benutzen? Naja, wir hatten damals ja die erste Entwicklungsstufe, aber die war ja schon ziemlich schlecht. Das war das andere, dieses Unlicht-Pflanzen-Pokémon. Mhm. Ich hab den Namen vergessen, aber das war noch relativ cool. So, ja, ist klar, es bewegt diese dämliche Uhr. Und, tja, dann heißt es wohl. Ja, auch jetzt kommt hier. Ja, die Springbrunnen gehen aus. Oh, wir können Wege beschreiten, die vorher nicht zu beschreiten waren. Ja. Werden wir diesen Arena-Kampf bestehen? Das und noch viel mehr im nächsten Fall von Pokémon Bloody Platin. Ich war DSD Steve und euer Let's Play Retro World. Ciao!